Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. Yo, yo. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem Livestream für euch da draußen auf YouTube. Elden Ring, meine lieben Freunde. Elden Ring. Ihr seht es da drüben. Der Death Counter ist schon am Start. Halleluja, Schwester. Das kann lustig werden. Okay. Und noch viel weiter! Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Nun, da sind wir gerade am ersten Punkt angekommen meines Fazit-Videos und ihr hört es gerade im Hintergrund, wir sind bei der Musik. Das, was ihr gerade hört im Hintergrund, das ist kein Song, der irgendwo in dem Intro stattfindet. Nein, sondern in der Open World. Doch vorsichtig, wenn ihr euch diesem Song oder dieser Musik, diesem Gesang nähert. Musik, ich will es kurz machen, einfach 10 von 10 Punkten. Sie ist episch, sie ist klassisch, sie ist geil, sie passt zu jeder Situation. Sie ist angemessen, von traurig, dynamisch, alles mit dabei. 10 von 10 Punkten kann ich in keinster Form meckern. Halleluja, Schwester. Also was die Musik angeht, richtig gut. Sehr gut. Geholt irgendwie. Kapelle der Erwartung. Ja, schlecht sieht er ja nicht aus, ne? Also, es hat was. So ein bisschen Joker. Wo bin ich denn? Oh. Preis den Baum. Aha. Okay. Reiß den Baum. Was soll ich noch alles? Den Baum reißen und dann falle ich hier runter oder was? Nein! Ihr seid dran, Leute. Unglaublich. Oh nein. Nicht vorbei! Der nächste Punkt. Die Frage, ist Elden Ring einsteigerfreundlich? In meinen über 350 Stunden, die ich im Spiel verbracht habe, und weiß ich nicht, wie viele Stunden es wirklich im Stream sind, locker 50, 60 Stunden, keine Ahnung, ist mir diese Frage immer wieder gestellt worden. Und die Antwort ist ja. Ich bin kein Souls-Spieler und wenn Sekiro Shadow Die Twice 10 von 10 in der Schwierigkeitsskala bekommt eine Elden Ring eine 7 bis 8. Genau will ich mich da nicht festsetzen oder sagen wir doch mal so eine 7, weil mit steigendem Level bei Sekiro, sondern bei Elden Ring, seid ihr in der Lage auch stärker zu werden, ihr könnt farmen und das gab's so in Sekiro Shadow Die Twice nicht wirklich. Ich habe leider keine anderen Vergleiche zu
Dark Souls oder zu den anderen Souls-Spielen und dennoch sage ich, Elden Ring ist einsteigerfreundlich. Mein Todesscore in den Livestreams beträgt, glaube ich, 185. Insgesamt bei über 300 Stunden bin ich locker bei 200 bis 300 Toten. Darauf müsst ihr euch einstellen und wenn ihr das abkönnt, erlebt ihr eine Welt, die seinesgleichen sucht. Aber da komme ich noch dazu. Die Open World von Elden Ring. Oh ja, was soll ich dazu sagen, meine lieben Freunde? Die Open World von Elden Ring ist gigantisch groß. Gespickt mit vielen, vielen Geheimnissen. An jeder Ecke, an jedem Ende versucht dich irgendwas zu fressen, zu vergiften, aufzuspießen, zu erschlagen, zu erfrieren. Und natürlich dürfen wir die Scharlachfäule nicht vergessen. Aber diese Welt ist getränkt voller Melancholie. Gigantische Burgen, interessante Festungen, wunderschöne Panoramablicke gibt es hier. Und natürlich lebt sie. Sie ist also voller Leben und natürlich damit auch, wie soll es anders sein in einem Souls-like-Spiel, voller Gefahren und tödlicher Gegner. Sie ist unterschiedlich, wie ihr es gerade seht. Vom Schnee bis zu den Festungen, in denen die Radanfeste oder die Radanspiele abgehalten werden. Sie ist einzigartig und ganz ehrlich, sie ist eine Welt aus George R. R. Martins Federn. Das seht ihr nicht nur an den Drachen, sondern an dieser Düsternis, an dieser Schönheit. Und natürlich dürfen wir dabei nicht vergessen, dass diese Welt einzigartig ist und seinesgleichen sucht. Das bedeutet, hier können sich viele, viele Spielemacher eine große Scheibe abschneiden. Peace geht raus an dich, Ubisoft. Und natürlich ist sie auch unterirdisch, wobei ihr denkt, wow, wir laufen in der Skyline der Sterne. Und doch ist sie unterirdisch. Gigantisch groß, wunderschön, düster, melancholisch. Ihr seht, ich schwärme. Ich schwärme absolut von dieser Welt. Sie ist unglaublich schön. Zeit zum Genießen werdet ihr kaum haben. Außer ihr nehmt sie euch in den ein oder anderen ruhigen Ecken und haltet Ausschau nach etwas Ruhe. Denn wenn ihr sie durchstreift, seid euch eins gewiss. Der Tod wartet überall. Einfach schön zum Genießen. Eines der Hauptgründe für mich, warum ich Elden Ring gespielt habe, war diese Open World. Über 350 Stunden. Elden Ring. Ach, du ahnst es nicht. Du musst erst auf Dreieck drücken und dann nach rechts. Ja, toll. Prima. Oh, dafür geht aber ab wie eine V1. Na klar, den sein Gaul tritt nicht. Hinterher. Kleiner Armleuchter. Renne. Das ist nicht so cool. Der rennt einfach durch, Alter. Der rennt einfach durch. Thank you.
komm schon. Ja, bis zur Hälfte kriege ich einen Rundbau, aber nicht weiter. Was? Magalindwurm-Makar. Musikboy, was geht denn bei dir? Aber auch mal wieder da. Schönen guten Tag. Lange nicht gelesen. Was, es gibt goldene Marker auf dem Boden. Wo denn? Wie machst du denn den Kram? Oh, Scheiße. Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh, liebe Leute. Das ist ein Drache. Ach, hier gibt's auch noch Wölfe. Ich bin mal weg. Das ist so ein Kack-Riesendrache. Der hat gerade die ganze Wand angefackelt. Yeah. Uralter Drache Lamarex. Ach hey, hier kommt mal ein anderer. Was ist denn hier los? Oh, der hat eine Reichweite. Kleine Nadelstiche wie Muhammad Ali. Fliegen wie ein Schmetterling und stechen wie ein Vorschlaghammer. Fällt auf mich drauf. Nein. Yeah. Was hast du gekriegt? Nicht. Der nächste Punkt ist die Grafik in Elden Ring. Was soll ich dazu sagen? Wir haben 2022. Es geht besser, meine lieben Freunde. Es geht wirklich besser mit der Grafik. Die Open World sieht geil aus, ohne Frage. Aber die Kombination nachher nah ran, weit weg, sehr viel verschwommen auch. Nee. Geht besser. Also für ein Meisterwerk reicht die Grafik mit 6 von 10 Punkten meiner Meinung nach nicht aus. Es geht 2022 besser. Keine Frage. Natürlich ist das auch meine subjektive Meinung, ändert aber nichts daran, dass die Open World ein absoluter Hammer ist. Ich dachte schon, dass ich Elden Ring süchtig bin, aber ihr beide toppt das ja total. Gut. Aber mal so, was ist denn eure Spielererfahrung? Mal auch für die anderen, die Videos gucken. Was haltet ihr von Elden Ring? Abkollegen, was ist so deine Erfahrung? Du hast es ja schon durch und du weißt, dass es ja Spoilern, ne? Ist nicht. Aber wie findest du es? Also an sich, das Dark Souls-mäßige, was die jetzt hier in der Open World gepackt haben, ist geil. Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich wie du richtiges Meisterwerk. Mhm. Wegen der Story natürlich und so. Also an sich ist es kein schlechtes Spiel. Es macht Spaß und das ist ja der Hauptsache. Okay. Und was sagt dein Kompagnon dazu? Ich nenne dich jetzt einfach Leon. kann ich mitleben. Ich find's geil. Ich bin Dark Souls Fan. Ich habe Bloodborne durchgespielt. Ich habe Sekiro durchgespielt. Und ja, in der Open World wollte ich schon immer in Souls. Und ich hab's bekommen. Ich bin glücklich. Cool. Na gut, das ist ja wichtig, ne? Also mich selber, ich habe das ja auch schon in mehreren Streams erwähnt. Am Anfang war ich wirklich sehr, sehr kritisch, was das Spiel angeht, weil das ist aber natürlich alles eine subjektive Meinung. Ich mag einfach Story-Games, wo eine Story erzählt wird und in meinem Alter hört man sie gern auf Deutsch und liest nicht alles.
Aber sonst, was wirklich der Kracher ist, und das muss ich zugeben, das ist diese Open World mit diesen ganzen Geheimnissen. Du denkst dir so, naja, du kommst von der Arbeit, komm, machst eine Stunde so ein bisschen fürs Runterkommen, ne, schickst die Kinder in den keller, sollen ein bisschen Holz holen, und dann nach 3 Stunden denkst du dir, oh Gott, warte mal, wo waren meine Kinder, ja? Da liegen die schon im Bett, weil es gibt so viel zu entdecken auch. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Das ist für mich so der größte Reiz, diese Open World, ohne diese Ubisoft-Formel, da ein Pünktchen, dort ein Pünktchen, da ein Pünktchen. Diese Freiheit, die du hast, es bringt natürlich aber auch mit, gerade auch für die, und ich bin ja selber kein Souls-Profi. Ich habe Sekiro bis zur Hälfte gespielt, nach 36 Stunden hatte ich die Schnauze voll und habe gesagt, ich mach das Ding jetzt aus. Du wirst natürlich auch reingeschubt, ne? Also es wird, diese ganze Geschichte, die auch erzählt wird, ist ja auch sehr, sehr kryptisch, nenne ich mal, einfach sehr verzweifelt auch, oder sehr, nicht verzweifelt, sehr verzweigt auch. Ich habe zum Beispiel festgestellt, weil meine Taktik war, wie in vielen Open-World-Spielen, ich erkunde mal alles, was möglich ist. So, dadurch habe ich natürlich auch schon Storyfäden angefangen, die, wie heißt diese Hexe? Renate, nee, wie heißt die? Rania? Honey. Rania? Rani. Die triggert bei mir nicht. Weil ich war sogar schon in dieser komischen Burg. Das wird das nicht der nächste große Stream werden, wo man dann nachher gegen General Radahn kämpft. Der gehört irgendwie zu der Rani-Quest mit dazu, weiß ich. Und da habe ich schon mit irgendeinem Wolf gesprochen. Dann habe ich später erfahren, dass du vorher mit einem Wolf in irgendeinem Wald reden musst. Also es ist doch sehr alles verzweigt, ne? Ich weiß nicht, habt ihr die Rani-Quest komplett durchgespielt? Nun mein Gesamtfazit nach über 350 Stunden, meine lieben Freunde da draußen. Wie ich schon gesagt habe, Musik einfach 10 von 10. Das ist eine absolute Punktlandung. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Das Einzige, was es wirklich toppt, das ist die Open World. Die Open World hat 12 von 10 Punkten. Habe ich noch nie vergeben, mehr als überhaupt möglich ist. Aber diese Open World ist echt auf einer Latte, meine lieben Freunde. Oh, ja, so geil einfach. Da können sich echt, das ist ein neues Niveau. Mega geil, bin ich absoluter Fan von. Ja, jetzt sind wir aber schon wieder bei den Kritikpunkten angelangt. An dieser Stelle, das habe ich vorhin auch nicht in meinem Video großartig erwähnt, das ist das Kampfgameplay. Es ist schwammig. Es ist nicht knackig, es ist schwammig. Und das ärgert mich ein bisschen, deswegen kriegt das Kampf-Gameplay von mir 7 von 10 Punkten. Grafik hatte ich schon gesagt, geht viel besser oder geht besser. 6 von 10 Punkten, gerade für den heutigen Stand der Technik. Und wir reden vom Stand der Technik von der Unreal Engine 5. Klar war das vor 2, 3, 4 Jahren noch nicht am Start, aber dennoch, selbst vor 2, 3, 4 Jahren, wo die Entwicklung anfing, hätte man die Grafik verbessern oder die Engine ändern können. Ja, dann natürlich die Bosse, das ist echt traurig. Hätte ich gern 10 von 10 Punkten gegeben, gebe ich aber 7 von 10 Punkten aus folgendem Grund: Es ist eine ständige Wiederverwertung. Ich habe es vorhin in meinem Video erklärt, allein dieser Magma-Drachen gibt es 4-mal, die Götterskalpen kommen einen Haufen Mal, dann gibt es abgeschwächte Bosse von den Hauptbossen. Es gibt natürlich geile Highlights, das seht ihr dann aber am Ende meines Fazit-Videos. Fumas Highlights kommen danach, bleibt auf jeden Fall dran. Die Story ist mir einfach zu kryptisch, ich mag es gerne auf Deutsch, ich mag nicht gerne viel lesen, ich möchte unterhalten werden, wenn ich ein Spiel anmache. Und da ich großer Fan von Story-Spielen bin, möchte ich natürlich sowas auch haben. Dafür bezahle ich Geld. Es ist einsteigerfreundlich, ja. Ihr müsst sterben können, auch ganz wichtig. Tja, und die Menüführung hatte ich auch schon gesagt, sie ist überladen, sie ist absolut umständlich. 6 von 10 Punkten. Alles in allem kriegt das Spiel von mir aber eine 9, mittlerweile als Souls-Fan oder als Elden Ring-Fan, eine 9 von 10 Punkten. Da ist ein bisschen Herzblut mit dabei, weil nach 350 Stunden kein Spiel hat mich so von, außer Witcher, so von Anfang an gefesselt. Das darf ich ganz klar sagen. Aber ja, also wie gesagt, es ist nah an einem Meisterwerk dran, aber zu einem Meisterwerk gehört eine ganz tolle deutsche Übersetzung, eine Story, wo du mitfieberst, wo du lachst, wo du heulst, ne? Ich schiel da mal ganz richtig, ganz in die Richtung, zum Beispiel Witcher 3 hatte ich gerade erwähnt, oder halt der Epos der Spielgeschichte, die Mass Effect Trilogie. Aber ich möchte es wirklich kurz verhalten. Alles in allem 9 von 10 Punkten kriegt Elden Ring von mir nach über 350 Stunden auf dem ersten Charakter. Wie gesagt, die Open World ist geil. Und ganz wichtig, endlich, endlich mal ein Spiel, meine lieben Freunde. Ein Spiel, was nicht voller Bugs ist, was also fertig rauskam. Wo sie jetzt dran und drauf sind, im Prinzip nur noch ein paar Balancing-Patches rauszubringen, damit das PvP nicht ganz so absackt. Aber sonst ganz geniales Spiel. Vielen Dank an meine ganze Community. Natürlich seht ihr jetzt gleich in meinen Highlights. Vielen Dank an natürlich
meinen Lieblings-Souls-like-Spieler Black Samurai, natürlich auch an Leon, natürlich auch an Abkulink. Schön, dass ihr immer mit im Chat dabei wart, mein lieber Martin und wie er heißt. Und natürlich Bantastic ist mit am Start, denn wir waren die Drachentöter. Nice, und wir haben das Finale gespielt. Gut, bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und checkt mir jetzt meine Highlights aus. Halleluja, Schwester, wir haben es ordentlich krachen lassen. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi.